Hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmern beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Online-Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit Britta Lorenzen. Britta, magst du dich kurz vorstellen, bevor ich über das Thema des Videos gleich rede? Genau, mein Name ist Britta Lorenzen, wie du schon gesagt hast. Ich bin Energetikerin und unterstütze Menschen, die ihr Seelenbusiness voranbringen wollen, auf energetischer Ebene. Sehr schön. Genau. Und im heutigen Video reden wir über die Entstehung eines nagelneuen Online-Angebots. Und genau. Nicht von mir, sondern von dir, Britta. Und lass uns darüber reden. Also, aber bevor wir über das Online-Angebot selbst sprechen, möchte ich über deine Arbeit sprechen, Britta, weil wir haben ziemlich viel gemeinsam. Also wir arbeiten beide mit Menschen, die in ihrem Business vorankommen wollen. Und bei meiner Arbeit geht es aber eher darum, wir reden über Marketingkenntnisse und Marketingstrategien und der richtige Mindset für Erfolg und entspannten Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Arbeit ganz anders ausschaut, weil du hast eher solche Themen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass ich ja nicht falsch das sage. Also als Energetikerin redest du vor allem über Strukturen und Überzeugungen, und zwar die aus der Familie stammen, aus irgendwelche Ahnenreihen, aus der Seele. Vielleicht kannst du uns erzählen, was du da genau tust, damit die Zuhörer und Zuschauer ein Bild davon entwickeln können, weil das ist du setzt ganz anders auf als ich in deiner Arbeit. Ja, genau, das stimmt. Ich gehe so ran, dass ich oder meine Klienten sind meist Menschen, die genau wissen, was sie erreichen wollen, die ihre Ziele kennen, viele Coachings machen, Online-Kurse machen, wirklich fit sind in dem, was sie tun und trotzdem immer wieder scheitern, ihre Ziele nicht erreichen, kurzfristig Erfolg haben, der dann immer wieder wegbricht. Und ich gehe daran, dass ich das Energiefeld scanne, die Aura scanne, die die Personen umgibt, und dort finde ich dann Glaubensmuster, die limitieren. Ich finde innere Konflikte, zum Beispiel, wenn jemand Erfolg haben möchte, aber auf der anderen Seite Angst hat, dann keine gute Mutter zu sein. Wenn jemand glaubt, Geld macht mich schlecht, verändert mich. Das sind alles Blockaden, die wir in der Aura finden und die dann natürlich als Resonanz ins Außen wirken. Und du und ich, wir haben schon bevor diesem Interview gesprochen. Und ich meine, in der Coaching-Welt, auch im Trainingsbereich, ist man gewohnt, über Glaubenssätze nachzudenken. Was sind förderliche, hinderliche Glaubenssätze? Wie ich deine Arbeit verstanden habe, ist, dass du weiter gehst, dass du tiefer gehst. Also was ist der Unterschied zwischen Glaubenssätze, die mich zurückhalten, und tiefe Überzeugungen, die aus meiner Familie womöglich entstammen? Die tiefen Überzeugungen, die sitzen energetisch ganz woanders, also wirklich im Unterbewusstsein. Meine Klientinnen sagen mir oft, ich fühle das gar nicht, was mich behindert. Das kommt daher, dass Glaubensmuster im mentalen Feld sitzen, und das ist so diese innere Stimme, die man hören kann, die dann manchmal sagt, oh, das schaffst du sowieso nicht und du kannst das nicht. Innere Überzeugungen haben wir aufgenommen schon vielleicht in der Schwangerschaft, haben wir aufgenommen in den ersten Lebensjahren, also von der Geburt bis zum 7. Lebensjahr ganz massiv. Und wir haben sie aufgenommen, als unser analytischer Verstand noch nicht abwägen konnte, dass es war, dass es nicht war. Und aus diesem Grund graben die sich ganz tief ins Unterbewusstsein ein, haben eine enorme Kraft. Und das Problem ist, dass man sie meistens nicht genau benennen kann. Dass man da wirklich tief gucken muss. Und ich bin ja hellsichtig, ich habe die Möglichkeit dann zu gucken, was ist da los gewesen, was hat zu diesen Blockaden geführt. Okay. Also es ist total spannend für mich, weil ich habe noch nie auf diese Art und Weise mit jemandem zusammengearbeitet. Ich habe auch wie keinen Zugang dazu. Und dennoch, ich denke, es gibt so, was ich beobachte in meiner Arbeit mit meinen Kunden ist,
es gibt so viele Menschen da draußen, die die Welt auf verschiedenste Art und Weise heilen. Manche heilen dadurch, dass sie Kommunikationstrainings halten und andere beibringen, wie sie besser kommunizieren. Andere wiederum heilen durch ihre Schönheitsarbeit, eine Kosmetikerin, die eine Frau irgendwie zum Strahlen bringt. Und das, was ich höre bei dir, ist durch diese energetische Arbeit, dass du wirklich da eingreifst und diese Blockaden hilfst zu lösen, die einem zurückhalten. Ja. Jetzt lass uns über dieses Thema überhaupt Seelenbusiness sprechen. Was ist der Unterschied zwischen ein Business und ein Seelenbusiness? Wo machst du da den Unterschied? Für mich ist der Unterschied, dass ein in Anführungsstrichen herkömmliches Business darauf ausgerichtet ist, womit verdiene ich Geld, wo habe ich Zertifikate, wie kann ich meine Karriere unter strategischen Gesichtspunkten voranbringen. Mhm. Seelenbusiness ist für mich viel eher, in die Stille zu gehen, sich zu verbinden mit dieser ganz, ganz leisen Stimme, die uns trägt, die einfach ganz leise zu uns spricht, so wie ich es auch gehört habe. Mach mal was für Frauen. Es ist so, als wenn das wirklich meine Mission ist, mit der ich hierher gekommen bin. Und das merke ich auch bei meiner Arbeit, dass die mich, ich bin glückselig, wenn bei meinen Klienten sich eine Blockade auflöst. Es berührt mich im Herzen. Das ist der große Unterschied. Und meiner Erfahrung nach bedeutet Seelenbusiness auch immer andere zu unterstützen und da die Umwelt zu unterstützen oder wirklich einen Impact zu machen hier in der Welt, dass es so ein bisschen sich zum Guten wendet. Okay, also nicht dieses rein wirtschaftliche Fokus in seinem Business, sondern wirklich Purpose, Veränderung, Beitrag, also so diese ganzen Themen auch. Genau. Und ganz wichtig dabei ist immer diese Verbundenheit zur inneren Stimme und dadurch auch ein ganz eigener, individueller Weg. Okay, ganz spannend. Lass uns über dein neues Angebot sprechen, denn du hast vor einigen wenigen Wochen was ins Leben gerufen. Es ist dein neues Online-Angebot und es heißt High Energy Clearing Session. Und das finde ich total spannend, weil ich merke, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sagen wir mal in 2008 oder 2009, hätte man in Deutschland gesagt, online arbeiten als Coach, als Business-Coach, als Energetikerin, ist es doch gar nicht möglich. Und was ich über die vielen Jahre mitbekommen habe, ist, dass man, wenn man nicht eine Begrenzung im Kopf hat, was online möglich ist, dann gibt es auch keine Begrenzung. Und ich hatte schon Profitänzerinnen, die über Google Hangouts weltweit irgendwelche Rehearsals veranstaltet haben, um eine riesen Show zu machen. Und also du machst auch diese Energy Work online. Erzähl den Zuhörern von diesem neuen Angebot, was da passiert und an wen das ganze Angebot gerichtet ist. Genau, also es wird einmal im Monat stattfinden als Online-Webinar und bei diesen Webinaren kommt dann eine Gruppe zusammen zu einem bestimmten Thema, das jedes Mal festgelegt wird, was immer etwas mit diesen Blockaden zu tun hat, von denen ich festgestellt habe, dass die eigentlich ähnlich sind. Jeder hat zwar unterschiedliche, aber es gibt zwischen 20 und 30 wirklich massiven Blockaden. Man kann rechnen, dass man so 10, 12 meistens hat am Anfang seines Weges. Und die müssen nach und nach alle abgebaut werden. Wenn du nur eine hast, bist du blockiert. Und mein Ziel war, einfach mehr Leute zu erreichen. Ich liebe es total, in Gruppen zu arbeiten, kann ganz toll in Gruppen arbeiten, habe das früher, als es dieses Online noch gar nicht gab, auch schon gemacht in anderer Form über die Ferne. Und ja, jetzt ist es dran, das den neuen technischen Möglichkeiten anzupacken. Mich haben viele Leute gefragt, ob es nicht auch etwas gibt, die noch nicht bereit sind für ein 1-zu-1-Coaching, für eine längere Begleitung, dass die wirklich einmal im Monat dann dazukommen können und dann lösen wir diese Blockaden Stück für Stück. Und ich verbinde mich einfach mit diesem Energiefeld. Jede Gruppe hat ein Feld. Das wissen wir alle, wenn wir in Räume gehen oder so. Und mit diesem kann ich mich verbinden. Das ist eine Fähigkeit von mir. Du bist tatsächlich hellsichtig, weil das wäre schon meine nächste Frage gewesen, bitte. Erzähl mal, an wen ist das Webinar gerichtet, also dieses einmal im Monat Angebot? Weil, was sind so konkrete Beispiele? Wie könnte ich erkennen, dass ich blockiert bin? Woher weiß ich, dass es vielleicht richtig wäre, zu kommen zu dieser Energy Clearing Session?
Das richtet sich an Leute, die merken, ich habe ein Ziel, ich habe auch wirklich alles getan, um das zu erreichen, und es bricht mir immer wieder weg. Oder du hast ganz oft, dass du den Fokus verlierst, abgelenkt bist, das Gefühl hast, ich versage, ich bin nicht gut genug. Oftmals ist es auch dieses, du hast deine Ziele ganz, ganz klar, und es passiert immer was, was du nicht benennen kannst. Es geht ganz stark um dieses, ich kann es nicht benennen. Ich hatte gerade ein Webinar, wo die Leute gesagt haben, es fühlt sich so an wie, das Schicksal will es nicht, dass ich das tue. Mhm. Oder es soll nicht sein. Das ist für andere, für mich ist das halt nicht. Also das sind diese ganz diffusen Sachen, wo wir sagen, ja, das ist Schicksal, das ist irgend so eine übergeordnete Macht. Aber es stimmt nicht, es sind schlicht diese Blockaden. Okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Also ich komme als Individuum in diese Gruppe hinein und du liest die Gruppenenergie, aber wie ist für mich über die Zusammenarbeit in dieser Clearing Session eine individuelle Transformation möglich? Genau, es ist so aufgebaut, dass ich mit den Seelen und den höheren Selbsten der einzelnen Teilnehmer arbeite und meine Anleitung, also eigentlich ist es so ein Soufflieren, so spreche, dass es für jeden individuell lösbar ist. Es geht dann immer zu den ersten Ursachen. Also ich benenne die in diesen Online-Webinaren da nicht im Gegensatz zur 1-und-1-Arbeit, da gehen wir sehr individuell vor. Aber hier ist es so, such dir die erste Gelegenheit, wo du nicht mehr bei dir warst. Such dir den ersten Moment, wo du nicht mehr du selber warst, wo du Ablehnung erfahren hast. Und wir gehen eben nicht über den Verstand, sondern verbinden uns, jeder Einzelne, und empfängt dann im Grunde die Antworten von der Seele. Sehr gut. Eigentlich ist es ganz einfach. Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Das hört sich für mich wie Magie an, aber für dich ist es ganz einfach. Was ist das, wenn ich da weggehe? Also was ist dann anders? Vielleicht bin ich eine Energy-Clearing-Session besuche. Was passiert mit mir danach? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man merkt, dass wirklich eine Transformation stattfindet. Die meisten Klienten sind müde danach. Mhm. Das ist immer ein Zeichen dafür, etwas Altes löst sich. Das ist für den Körper anstrengend. Dann empfinden wir Müdigkeit. Es kann auch mal sein, dass Tränen kommen. Es kann sein, dass man verrückte Träume hat. Für mich ist so eine Regel eigentlich immer 2-3 Mal drüber schlafen. Es kann auch noch zu Wut kommen. Es sind alles so Indizien dafür, dass etwas Altes geht. Und die dahinter verborgene, unerlöste Emotion. Und dann kommt einfach deine ursprüngliche Essenz an diesen Ort, der frei geworden ist. Mhm. Also das kann man sich so vorstellen, als wenn du ein Haus ausräumst, die alten Tapeten runterreißt, dann hast du ja auch manchmal Muskelkater und bist kaputt. Und wenn dann alles schier ist, dann dekorierst du neu, dann kommen die schönen Sachen. Ja, sehr. Ein schönes Metapher. Ja, Britta, jetzt, ich bin Marketing-Expertin und mich interessiert natürlich das Angebot selbst, deine Arbeit, aber auch von dem Moment, wo du die Idee hattest, hey, ich möchte mehr Menschen erreichen als nur im One-to-One-Coaching. Und ich weiß von dir, dass du schon einige kostenfreie Webinare gehalten hast, um auf dich aufmerksam zu machen in deine Coaching-Angebote. Was war der Weg für dich von der Idee, ich mache das jetzt mit den Clearing-Sessions, die auch kostenpflichtig sind, einmal im Monat, hinzu, ich bringe das an die Frau oder an den Mann, also derjenige, der ein Seelenbusiness aufbauen möchte? Ich bin ja jetzt seit fast genau einem Jahr dabei, in den Online-Bereich zu gehen, und habe mir in der Zeit von dem Start bis zu der Idee einfach auch schon eine E-Mail-Liste aufgebaut. Mhm. Habe immer gerne auch kostenfreie Webinare gegeben. Mhm. Und als ich jetzt diese Idee hatte, die ich ja noch vor gar nicht langer Zeit hatte, das war ja so, ich mache das jetzt, habe ich angefangen, mir die Technik zu erarbeiten, die ich brauche, um die Zahlungsabwicklung zu machen. Aber ich habe ganz klar Facebook-Anzeigen genutzt, habe eine Landingpage gebaut und die beworben, habe die gleichzeitig an meine E-Mail-Liste geschickt und habe ganz viele von diesem Projekt einfach auch in den Newslettern erzählt. Mhm. Und ganz, ganz viel einfach auch nochmal Werbung gemacht über kostenfreie Webinare. Und ich könnte mir vorstellen, das sind einige Leute da draußen, die zuhören, gerade die ebenfalls eine nicht so
anfassbare Arbeit haben. Also deine Arbeit ist halt einen spirituellen Aspekt. Mhm. Es hat diese energetische, ich nenne das immer der Unterschied zwischen die Magier und die Muggles, wie aus Harry Potter, oder? Also so wir Coaches und Trainer, Berater, wir sind wie Zauberer. Wir haben sowieso, egal ob wir energetisch, spirituell arbeiten oder auch in meinem Bereich, so Marketing-Mindset, doch andere Sprache, andere Verständnis von das, was wir tun. Und manchmal ist es schwierig, das in die Welt hinauszutragen und das verständlich für andere zu machen. Bist du auch an Grenzen gekommen? Also wie kommuniziere ich das? Wie vermittle ich, was da passiert? Und wie hast du das gelöst? Ganz massiv sogar, weil ja meine Arbeit etwas ist, was du einfach mit den Sinnen erstmal gar nicht erfassen kannst, es sei denn, du erlebst es. Ich habe sehr viele Blogs geschrieben, wobei da natürlich diese Arbeit nicht so gut dargestellt werden kann. Mhm. Ich habe dann angefangen, auch auf YouTube meine Videos von den kostenfreien Webinaren online zu stellen, weil bei mir einfach ganz viel über Vertrauen geht und ganz viel über Emotionen. Die Leute entscheiden, ich vertraue Britta oder ich vertraue ihr nicht. Das, was sie sagt, das rührt mich an. Mhm. Und da war sehr hilfreich wirklich diese Videos. Weil jetzt ich oft höre, ja, ich habe alle deine Videos geguckt und ich möchte so gerne mit dir arbeiten. Das ist etwas, was sich wirklich über Wochen und auch Monate aufgebaut hat, was man nicht übers Knie brechen kann. Weil ich arbeite an der Seele von den Leuten. Da muss einfach je offener meine Klienten sind, umso besser kann ich einfach da arbeiten. Das heißt, dieses Jahr, wo du online bist, hast du dafür genutzt, zum einen Aufklärungsarbeit zu leisten über dich und über deine Arbeit, Vertrauen aufzubauen, was ganz, ganz wichtig ist. Ich sage immer, niemand kauft von uns, wenn sie nicht ein Kennen, Mögen und Vertrauengefühl haben. Gell? Und Video ist eins der absolut besten Wege, um diese beiden Dinge, die du gerade erwähnt hast, auch zu erreichen. Also ganz, ganz intuitiv schlau. Ja, und ich konnte halt durch diese kostenfreien Webinare, habe ich dann irgendwann angefangen, auch einfach mal so 10 Minuten, 15 Minuten so eine energetische Übung zu machen, dass die Leute einfach spüren, wie fühlt sich das denn an, um auch da so eine Sicherheit zu erlangen. Einige sind einfach so schnell, die sagen, ich mag dich, ich buche das, ich will das jetzt. Ja. Aber andere brauchen einfach auch diesen Weg, einfach wie fühlt sich das an, wenn jemand, der energetisch arbeitet, an mir dran ist. Ja, absolut. Also das ist für manche Leute unter Umständen ganz, ganz neu, gell? Eine ganz neue Erfahrung. Und ich glaube, egal wie du arbeitest, es ist immer eine gewisse, wie sagt man das? Also im Marketing würde man sagen, wir haben meistens so 0,5-5% der Leute, die sind proaktiv und schnell und die machen einfach unüberlegt. Die anderen 95% bis 99%, die brauchen einfach viel länger. Sie brauchen eine Aufwärmung, sie brauchen Erfahrungswerte, die mit uns sammeln, bis sie bereit sind, überhaupt in Erwägung zu ziehen, mit uns zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall. Und ich kenne das aber von den Klienten, die viele Videos schon geguckt haben und gesagt haben, ich rufe dich jetzt nur an, weil ich dir sagen möchte, ich möchte mit dir arbeiten. Pump. Ne? Das ist natürlich toll, aber das sind, wie du sagst, ja. Höchstens 5%. Ja, genau, die kleinste Minderheit. Ja. Britta, für diejenigen, die heute zuhören und finden, das ist ein super spannendes Online-Angebot, das du hast. Sie möchten diese High-Energy-Clearing-Session selber erleben und bei sich schauen, wo kann ich Blockaden lösen, die tief sitzen, durch diese Energiearbeit, die du machst, diese Seelenarbeit, die du machst. Wo können sie dich mit diesem Angebot online finden? Was ist die URL, die sie brauchen? Genau, das ist www.brittalorenzen.com. Mhm. Da sind ganz viele Blogartikel und auch das Angebot. Sehr schön. Ich werde die URL zu der Landingpage auch unterhalb des Videos anbringen. Mhm. Und ja, also ich hoffe, dass, oder was heißt ich hoffe, ich weiß, es wird ein voller Erfolg. Du hast mich schon im Vorfeld gesagt, es sind in weniger als einer Woche schon die ersten 16 Anmeldungen gekommen und die Bewerbungsphase für diesen Monat ist noch gar nicht dabei. Und für diejenigen, die auch das Video hören, es wird ein monatliches Angebot geben dazu. Das heißt, wenn du eben, morgen ist das erste Mal, wo es ausgestrahlt wird, dann immer wieder in der nächsten Zeit. Genau. Schön. Das findet immer am letzten Freitag im Monat statt, außer im Dezember. Da haben wir am letzten Freitag im Monat andere Sachen zu tun. Aber ansonsten halt jeden letzten Freitag im Monat.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich richtig herzlich für das spannende Gespräch und das, ja, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Arbeit. Ich denke, nicht nur ich werde das spannend finden, sondern auch viele andere, die zuhören. Herzlichen Dank, Britta. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für das Interview. Tschüss. Tschüss.